Na, guten Morgen, meine Lieben. Oder sollte ich besser sagen, Mahlzeit. Wir haben ja heute Nacht hier eine schöne lange Pause gemacht. 15 Stunden. Das nennt man mal richtig ordentlich Pause. Also, wir haben gute Karten. Wir können hier gleich gerade rausfahren. Haben wir gar nicht erst hier rückwärts kurven, obwohl das auch kein Problem wäre. Ja, hier ist wieder alles frei jetzt. Hier seht ihr, heute Nacht war ja hier Bowling. War ja dann, der ganze Platz war ja dann voll. Hier neben mir, hinter mir steht auch einer. So schräg da. Also wir fahren jetzt erstmal vor, melden uns an und dann gucken wir, wie es weitergeht. So, meine Guten, dann lasst uns mal zur Tat schreiten. Ach, ich muss mich ja die paar Meter hier anschnallen, weil das Gepiepse geht mir auf den Keks, was das Ding dann hier macht. Also dann fahren wir mal hier vorne raus. Hier ist genug Platz zum Rausfahren. Guckt, hier schläft auch einer. Hier hat wahrscheinlich noch einer geschlafen, wie es aussieht, der gerade da fährt. Ja, das ist halt, hier schlafen viele. Hier vor. Wir müssen hier vor und hier rein. So, meine Lieben, da wären wir doch schon. Also bis nachher. So, meine Guten, das ging ja rucki zucki hier. Wollen wir mal schauen, dass wir nach Leipzig kommen. Die Schranke geht auch schon auf, na wunderbar. So, sitzt richtig Rücken. Es hat jetzt gerade mal eine halbe Stunde gedauert, das Laden, ne? Also das war hier, ich konnte gleich ranfahren, hab gleich aufgemacht, in der Zwischenzeit hat er den beladen, der vor mir stand. Und dann kam er gleich, hat mich beladen. Die fahren hier alles noch auf Sparflamme, ne? Das ist alles noch hier. Ist noch hier nicht ganz in dem Topf, wo es kocht. Die sind alle noch ein bisschen auf Jahreswechsel gestimmt, getrimmt. Leergutplatz haben sie zu, der ist gar nicht auf. Meine Guten, so ist es. Das geht hier alles zurzeit relativ schnell. Gestern Abend ging es ja auch ziemlich schnell. Da war ja auch rucki zucki war das Auto leer, ne? Dadurch konnte man dann hier noch schön bis hierher fahren. Haben jetzt hier schön fett Pause gemacht, obwohl die Viertelstunde von da drüben hier rüber wäre auch nicht das Problem gewesen. Das wäre auch noch gegangen. Die stehen alle noch da und der steht noch da und der Hänger steht noch da. Na, alles noch ein bisschen Sparflamme hier.
alles noch ein bisschen schön gediehen. Freunde, ab auf die 15N. Madame will mich schon wieder sonst wo da rumschicken auf die B15. Ach, leid. Haben sie schon vorsichtshalber kein Datum reingeschrieben, ne? Aber hier machen sie ganz schöne Mauern her, hier. Habt ihr das gesehen, diese Betoneinfassungen? Ganz schönes Zeug, mein lieber Mann. So. Hoffentlich kommt bald die Ersatzlampe für hinten, mein Auflieger. Dass ich dann hier hinten rechts wieder Lichtel habe, Begrenzungslichtel. Das ist nämlich ohne, ist das Kacke. Braucht das Begrenzungslichtel da rechts hinten. Links ist es nicht so wichtig, obwohl links ist es auch wichtig. Wenn du jetzt irgendwo nachts irgendwo auf dem Parkplatz reinrangieren musst, ist schon wichtig, dass du das siehst, ne? Wie der Auflieger hinten läuft. Gerade wenn du zwischen zwei LKWs dazwischen musst, ist das schon wichtig, das Lichtel da hinten. Auch links, aber rechts ist es noch wichtiger, weil gerade in Rechtskurven kommt es darauf an, dass du siehst, wie der Auflieger läuft, ne? Das war beim Anhänger ja genauso. Das ist immer wichtig, da hinten die Begrenzungsleuchte, dass du siehst, wie das Zeug da hinten sich verhält. So, meine Freunde, heute passiert's. Das Wetter passt. Die Temperatur passt, die Uhrzeit passt, meine Zeit passt, die Strecke passt. Also wisst ihr Bescheid. Heute geht's in die Waschanlage. Heute wird er gebadet. Das ist ein Löwe, sein erstes Bad. Der Winter trägt runter. Kommt zwar garantiert noch mal was drauf, aber es ist schon mal gut, wenn der erste Winterdreck mal wieder runterkommt. Also wenn ich es heute nicht machen würde, wäre ich blöd. Das Einzige, was heute noch passieren könnte, wäre, dass der Waschanlage nicht aufhört. Aber ich gehe mal davon aus, dass er aufhört. Wir haben nämlich noch fast 2 Stunden Zeit bis zum Zeitfenster von der vorläufigen Ankunft. Und ja gut, ich muss noch eine Pause zwischen rein machen. Da kann ich ja schon mal in der Waschanlage die Viertelstunde Pause machen. Ich denke mal, in 20 Minuten ist der durch. 20, 30 Minuten. Da lassen wir schon mal Pause laufen und dann machen wir unterwegs noch einmal eine halbe Stunde. Ich denke mal am Waldnaubtal oben. Und da liegt man immer noch gut in der Zeit. Und das gönnen wir uns heute mal. Wer weiß, wann es mal wieder so klappt. Also wie gesagt, wir haben Zeit. Es hetzt uns heute nichts. Es liegt auf der Strecke. Wir haben über 10 Grad Wärme.
Im Moment regnet es gerade mal nicht. Gut, da vorne sieht es nicht so aus, als ob es nicht regnet, aber das stört mich heute nicht. Wenn es regnet, dann regnet es. Es wird trotzdem gewaschen. Punkt. Der hat es nötig. Das gönne ich ihm. Vorhin hat es auch mal ein bisschen gespritzelt, aber das war nur wenig, also nicht der Rede wert. Ich denke mal, naja, die schwarze Wand da vorne, aber ich glaube auch nicht, dass das recht viel wird. Haben nur kleine Schauer angesagt und da verlasse ich mich heute mal drauf, dass es nur kleine Schauer sind. So, Freunde, jetzt wird's ernst. Sieht aber aus, als ob sie aufhören. Und scheint nicht immer viel Betrieb zu sein, wie es aussah. Also bei 10 Grad kann man schon waschen. Und das Wetter passt. Die Wand hat sich auch ein bisschen aufgelöst. Also lasst uns zur Tat schreiten. Der Löwe braucht ein Bad. Schreiten wir zur Tat. Der Löwe braucht ein Bad. Sind wir jetzt dran oder nicht? Oder wie oder was? Gar keiner ist dran. Alle stehen. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Ist Konrad zu Hause. Ganz schöner Komplex, das Konrad, ne? Mein lieber Mann. So, hier müssen wir jetzt irgendwo links. Hier vorne, hier oben. Hier müssen wir links. Hier steht's doch dran. Waschanlage. Erst einmal hierher und parken und anmelden gehen. Jetzt ist er wieder blitzeblank, mein Löwe.
da freut er sich. So, da haben wir jetzt 20 Minuten gestanden. Zu viert waren sie gleich drüber. Haben sie geschrubbt wie die Wilden. Das fand ich sehr gut. Jetzt glänzt er wieder. Ach, das war nötig. Aber bisher hat es ja immer irgendwie nicht gepasst. Irgendein Faktor hat immer nicht hingehauen. Entweder hatte ich keine Zeit oder wir sind nicht hier zur richtigen Zeit hier vorbeigefahren, dass sie auf hatten. Und. Also gab immer irgendwas, oder das Wetter hat nicht gepasst oder es waren Minusgrade. Also irgendwas war immer, was nicht gepasst hat. Aber heute hat sich das sehr gut eingefügt. So, meine Freunde, da steht er in voller Pracht und Größe und in seiner Herrlichkeit, frisch gebadet, aber es zieht schon wieder Wetter auf. Naja, müssen wir damit leben. Wir werden nicht ewig sauber bleiben. Und der Löwe auch nicht. So, meine Guten. Schick, schick, ne? Ja, ja. Ich wollte es euch ja nur mal zeigen. Schöner wäre es gewesen, wenn die Sonne geschienen hätte. Aber das ist nicht zu ändern. Na, ich war ja waschen. Guckt euch die Wand an da vorne. Ach, Mann. Aber wenigstens der Winterdreck ist erstmal runter. Der erste. Er sah ja wenigstens mal für eine Stunde schön aus. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Regen jetzt so viel Dreck macht. Da war das mit dem Wintermatsch und dem Salz schlimmer. Naja, ich gucke mir morgen früh mal an, wie er dann aussieht. Vielleicht glänzt er ja noch ein kleines bisschen. Aber es ist immer so, fährst du waschen, fängt es an, irgendwann irgendwo zu regnen. Im strahlendsten Sonnenschein habe ich das Auto gewaschen. Und was ist der Dank? Sachsen empfängt mich mit Regenwetter. Nee, ist ja noch gar nicht Sachsen, ist ja noch Bayern. Ist ja noch gar nicht Sachsen. Ist ja noch Bayern. Wir sind jetzt erst noch ein ganzes Stück in Bayern, dann kommen wir nach Thüringen, dann kommen wir nach Sachsen-Anhalt und dann kommen wir erst nach Sachsen. Ja, wir bewegen uns jetzt durch vier Bundesländer durch. Ich bin immer wieder von meinem Licht begeistert. Leute, dieses Licht, ein Träumchen. Sind die Landebahnen befeuert? Ein Flugzeug im Anflug? Nee, sieht nicht so aus. Alles finster.
Landebahnen befeuert sind, da ist das ja Tag hell da hinten. Ne? Da siehst du richtig, die Lichter laufen so brrrt, brrrt. Sieht schon geil aus irgendwie. Aber da scheint nichts zu sein. Man sieht kein Licht. Ob ein Flugzeug kommt oder nicht, das zeigt uns das Licht. Ach Leute. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Info, wie es weitergeht. Ich denke mal, die werde ich erst morgen früh bekommen. Aber das macht auch nichts. Ich vermute ja mal morgen noch irgendwo laden und dann heimwärts. Also laden wir jetzt ab. Und dann fahren wir in der Spedition, machen Feierabend. Ohne Info können wir ja nirgendwo hinfahren. Nützt uns ja nichts. Also bleiben wir in der Spedition stehen und machen Feierabend. Ich hoffe ja, dass wir da ein gescheites Plätzchen kriegen. Stehen ja noch ein Haufen LKWs rum, die noch nicht fahren. Ne? In Hermsdorf ja auch. Sind ja noch nicht alle, die fahren. Ich denke mal, die Hälfte ungefähr fährt. Alles andere steht noch. Das hast du dir so gedacht, du Ampel. Ohne mich. Ohne mich, ohne mich, ohne mich. Eine ganz persönliche Einflugschneise. Extra für mich hingemacht, rechts und links die Lichter. Freunde, was ist denn mit der Ampel da unten los? Die hat keine Lust, die hat schon Feierabend oder was? Die Ampel hat schon Feierabend. Ist ja auch nicht ganz schlecht. Ich habe die Kurve nicht verpasst. Ich muss hier so weit ausholen. So, meine Guten. Was euch blüht, wisst ihr ja jetzt. Ihr habt jetzt Sendepause. So, meine Guten, dann haben wir es für heute geschafft. 7:45 sind wir an der Spedition. Also die Pförtner, die haben den beschissensten Job, den es überhaupt gibt. 8 Stunden in dieser Buchte hocken.
Und nur Schranke hoch, Schranke runter. Nee, nee, nee. Manchmal noch einen kontrollieren, der keine Einfahrtsgenehmigung hat. Aber, nee du, das ist nix. Genauso wie die bei uns drüben in der Quelle. Am alten Flughafen, die Pförtner. Das ist doch so ein eintöniger Job. Das würde mich nicht befriedigen. So, heute fahren wir mal links rum. Heute fahren wir mal links rum, links rum, links rum. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Können wir uns leisten, mal links rum zu fahren. Rechts rum ist zwar kürzer, aber da wird es immer langweilig, wenn wir nur eine dieselbe Strecke fahren. Fahren wir heute mal am Tor 4 vorbei. Fahren wir mal am Tor 4 vorbei. Letztens bin ich auch da von der anderen Seite auf der linken Spur gefahren, ne, weil es sich nicht gelohnt hätte, bei mir rechts rüber zu fahren. Zeigt mir doch tatsächlich einer mit so einem kleinen Transporter einen Vogel. Also ich hätte aussteigen müssen, hätten rauszahlen sollen aus seiner Kutsche. Fand ich schon unverschämt. Danke. Danke. Solche Ampeln nicht mit Anforderungskontakt sind, das verstehe ich nicht. Ich hier gleich hier auf der linken Spur geblieben, ne? Wo der Kleintransporter jetzt fährt, und fuhr hier auf der rechten Spur einer so an mir vorbei. An der Ampel hat er gehalten, hat mir so hier vorig gezeigt. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. So, und mal gucken, ob wir einen schönen Platz finden. Dann können wir schön bis morgen früh um 8, halb 9 Uhr Pause machen. Haben wir schon wieder 12 Stunden Pause. Heute hat man auch massig Pause. Über 15 Stunden. Ich habe gesehen, unser Auflieger ist noch schön sauber. Hat noch keinen Dreck abgekriegt. Ist noch richtig schön sauber.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Es scheinen aber ein paar Lücken zu sein. Da kann ich mich hier an den Zahn stellen, wie es aussieht. So, Freunde. Guten Tag, Herr Wachschutz. So, mal gucken, wo wir uns hinstellen. Wo eine schöne Lücke ist, wo wir dann morgen schön rückwärts rauskommen. So, meine Guten, jetzt ist Feierabend. Sense, aus die Maus, ins Bett geht der Klaus. Also, das war ja ein Tag, sage ich euch. Aber es hat eigentlich alles überall gut geklappt und so muss es eigentlich immer sein. Kommst hin, wartest 10 Minuten, wirst abgeladen, fährst weg. So gehört sich das eigentlich. Ja, so hat das auch wunderbar geklappt heute. Und waschen warmer und geregnet hat es schon wieder, aber er sieht noch sauber aus. So, meine Lieben. Jetzt werde ich eine Kleinigkeit essen, dann werde ich nach euren Kommentaren gucken. Dann gehe ich ins Bett. Und ich würde sagen, morgen so zwischen 8 und halb 9 melde ich mich mal in der Dispo. Brauche ich ja bloß rüberlaufen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich tippe mal auf irgendwo laden von Montag und dann geht's heim. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Und bis morgen früh um 8. Tschüss.